Der neue König, Argelebs Sohn Arvelek, verbündet sich mit Cardolan und den Elben aus Lindon und hält den Vormarsch Angmars an der Grenze entlang der Wetterberge viele Jahre lang auf. Dank der Macht des Palantirs von Amon Sul schlägt Arvelek jeden Angriff zurück und durchschaut jede List. Nun bleibt dem Hexenkönig nur noch die gefährlichste aller Strategien. Ein direkter Angriff auf die Festung von Amon Sul. Während kleinere Verbände die Truppen Cardolans und der Elben binden, attackiert seine Hauptstreitmacht die Festung. Obwohl Amon Sul nicht zu den größten Festungen Mittelerdes gehört, beherbergt der Turm eine enorme Macht. Den Palantir des Nordens. Solange diese Feste steht, schützt sie die Länder des Westens vor meiner Rache. Dann wird sie fallen, mein dunkler Gebieter. Wir müssen ohne Gnade zuschlagen. Diese Würmer schützen die Mauern Amon Suls nicht nur mit Zähnen und Stahl. Offenbar wissen sie, ihren Schatz einzusetzen. Sie bündeln seine Macht mit diesen verfluchten Malarmbäumen. Hält die Bäume und seine Macht wird schwinden. Okay, da sind wir. Ich habe das mal einfach auf uns wirken lassen. Die Dunkelheit wird siegen. Ah, okay, hier mit Countdown. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Ja, dann... Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Ah, die Festung kostet mehr, alles klar. Zerstört alle Bäume. Ja, okay. So, dann bauen wir erstmal was? Rohstoffe produziert. Angmar muss erstarken. So. Na, wo haben wir hier... Arbeitet für gutes die Land. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Baut für den Hexenkönig. Das Ende des Westens ist nah. Das Gebäude ist fertig. Okay, da fängt ja schon der Wall an. Puh, wie komme ich da oben denn hin? Da muss ich ja einmal von hier hinten. Ja, einmal rum. Okay, könnt ihr das einnehmen? Ich bringe dem Westen den Tod. Unser neues Gebäude ist fertig. Ich guck mal gerade so ein bisschen rum hier. Macht euch bereit zu bauen. Ja, wenn wir hier so viel Land haben, dann holen wir uns das doch. Jetzt gehört das Gebäude uns. So, dann. Oh, ich baue das hier einfach mal mitten rein. Dicht an der Mauer. Ich glaube, die greifen uns von alleine auch nicht an. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden!
So. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Unser neues Gebäude arbeitet für die Eisenkrone. Das Ende des Westens ist. So, hier kriegen wir, glaube ich, immer. Ja, hier plus 60. Da kriegen wir immer schön Rohstoffe. Macht euch bereit sie zu bauen. Alle vor mir wir knie. Bauen für die Eisenkrone. Na, er will nicht. Dort kann ich nichts bauen. Aber da kannst du bauen. Verstärken. Baut für den Hexenkönig. Und dann sind das eigentlich die drei wichtigen Gebäude. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Ich bin mal gleich auf die Sonnenfackel gespannt. Wir haben eine neue Halle des Königs gebaut. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Die Dunkelstahlschmiede ist bereit. Ja, zu dicht will ich da, glaube ich, mal nicht ran, denn arbeitet für kommt die da noch einer hin. Macht euch bereit zu bauen. Zurück an die Arbeit. Darüber. So, da auch. Der Pferch ist tiefer. Jetzt kostet er 500. Die Halle des Königs ist größer denn je. So, die Bannerträger brauchen wir auf jeden Fall. Und das auch. Angmar muss erstarken. Wollen wir noch einen bauen? Was sind das? Wachhunde? Sieht fast aus wie Wachhunde. Ja, setzen wir hier noch einen hin. Haben wir hier irgendwo, ich erkundschafte mal ein bisschen. Oh ja, den können wir hier uns noch holen. Der wird aber gut bewacht. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Dann müssen wir hier einmal rum. Ich meine, innen drin können wir uns ja, glaube ich, fast nicht freikämpfen. Sehen wir noch. Okay, oha. Oha, da haben wir wirklich. Okay, die Bäume, das sind die Bäume hier. Und da steht auch, was die bewirken. Und die müssen aufsteigen. Der Feind ist in unserem Lager. Wir sind hier fertig. Ja, das ist in Ordnung. So. Wir haben jetzt Bannerträger. Sehr gut. Dann können wir doch schon mal. Ah, das bauen wir. Wir bauen erstmal in Ruhe aus. Das Blutvergießen hat begonnen. Nur mal eben als Test, ob das Türme sind, die angreifen können. Ah ja. Alles klar. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ah, das dauert hier alles seine Zeit. Und dann können wir davon. Uns gehen die Rohstoffe aus. Ja. 750. Los, komm her. Jo. Die Halle des Königs ist größer denn je. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Gut. Der Pferch ist tiefer. Wir haben ja eigentlich nur. Nur die Sie Helden. Alle vor mir knien. Und die bringen uns schon 225 Kommandeurspunkte. Also gar nicht Macht wenig. Macht euch bereit zu bauen. Lass die Trolle nicht sehen, dass ihr an die Arbeit. Oh, können wir hier noch einen hinsetzen? Bringt nicht so viel. Aber hier. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr Den nehmen wir noch mit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sonnenfackel auch Gebäude zerstört. Ich denke mal, die werden die ja hier Amma drauf anwenden. Wir gehen mal ein bisschen weg von den Gebäuden, nur mal zur Sicherheit. Sie benutzen einen der Malon-Bäume, um uns durch die Strahlen der Sonne zu verbrennen. Die Stunde ist gekommen. Folgt mir. Ach so, hat das Geld gekostet. Ich baue das hier einfach wieder auf. Ja, also es hat auf jeden Fall Umgehungsschaden genommen. So. Wo ist der? Ich werde mich rächen. Ah, der ist weiter weg. Zurück.
Und ihr kommt auch hier mit hin. Dann 1000. Okay. Aber das sollten wir ja gleich haben. Dann. Achso, wo habe ich den? Ist der tot? An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Die haben den angegriffen. Das ist ja gemein und fies. Baut es stark! Ich hoffe jetzt nicht, dass der auch weggeht. Sie sprechen über einen der Malone. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Festung. Auf in die Schlacht! Unser Baumeister ist in Gefahr. Ach, da verstecken sich welche. Gut. Wir bauen für die den habe ich verloren, ne? Ah ne, er baut. Ja, holen wir mal Unterstützung, ne? So, weg. Unser neues Gebäude ist bereit. Und den Angmar Baumeister in Sicherheit bringen. Jo, das schaffen die. Ich bin da guter Dinge. So, jetzt können wir schon mal Schwerter, können die beide gebrauchen. Dann Dunkelstahlrüstung als nächstes. Und dann sind die schon mal ausgestattet. Und dann holen wir uns später die Bögen. Und dann müssen wir vielleicht nochmal, obwohl... Ah, wir warten jetzt mal. Das Ende des Westens ist nah. Ist ja auch ein bisschen gemein, dass die sich da irgendwo verstecken. Die Dunkelstahlwaffen sind bereit. Ah ja. Dann her damit. Sie werden alle vor mir knien. Ah ja, hier sind auch keine Türme hier in der Ecke. Ich werde siegen. Die Schlacht hat begonnen. Wo war hier ein Katapult? Bin ich blind? Folgt mir. Ich werde die dunkle Stahlrüstung ist bereit. Unsere Gebäude werden angegriffen. Das Ende des Westens ist nah. Folgt mir. Ah, da können die nicht rein. Das. Kommt her. Wir gucken mal, was wir mit den paar ausrichten können. So, hier schnell hier und nach unten hin. Schlacht. Oh, 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 oh. Ich werde siegen. Der soll schnell weg hier. Der erste unter des Kriegsmeisters. Kein Leben. Eine Stunde ist gekommen. Mal sehen, ob die hier was reißen. Sie werden geh mal lieber da oben hin. Nicht, dass. Das Blut vergisst einige. Ja, die leveln sich ja dafür aber gut hoch. Oh, die Helden schaffen das hier. Na, mal gucken. Ich bist du in Sicherheit? Ja. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Ah ja, das ist doch schon mal gar nicht schlecht, dass wir das geschafft haben. Mann, das Königs kämpfen. So, schnell rauf da. Ah, der eine Trupp ist weg. Die Schlacht hat begonnen. Leben. Ich bin gut. Der Erste unter des Königs, Mann. Wir ziehen in die Schlacht. Oh, das setzen sie hier an, ne? Grenzenlose Zerstörung. So, rauf da. Können wir hier irgendwie einen Spezialangriff? So, dann springen wir. Ah, schade. Plündert ihre Taschen. Ah, die können Menschen rufen. So, rauf da. Menschen aus Angmar. Ah, da ist ein Baum. Sehr gut. Rauf da. Ich bin mal gespannt, welcher Baum das ist. Das sehen wir ja gleich. Ah ja, Neuaufbaufähigkeit. Das gefällt mir. So, und dann holen wir uns hier auf jeden Fall die Punkte.